Hallo meine Freunde der landwirtschaftlichen Simulator-Deutung. Ich habe wieder was für euch. Und zwar ihr werdet es wahrscheinlich eh schon kennen, wenn ihr auf Modrustermengen unterwegs seid. Und zwar geht es um die vier Hübschen da hinten. Und zwar die vier Hänger, die Arguas oder wie die heißen. Lasst sie schwer aussprechen. Big Boss Modding dürfte ein bisschen sadistisch veranlagt sein, weil sie spannen uns ziemlich auf die Folter. Sie releasen jeden Tag einen von die vier. Also einen von die, weiß ich nicht, glaube ich, insgesamt, was ich so gesehen habe, auf den einen Foto gibt es 20 verschiedene oder sowas. Und wir sind jetzt bei Nummer 4. Es dürfte wirklich jeden Tag einer kommen. Einen davon habe ich schon vorgestellt, macht aber nichts. Den zeige ich dann nicht mehr extra. Oder schon extra. Ja, ich möchte das eigentlich nur sagen. Ja, was wollte ich sagen? Gar nichts. Keine Ahnung, ich bin sprachlos. Na, schauen wir uns das einmal an im Detail. Und zwar, es gibt die Version 10 Tonnen N-Achse. Ich fange jetzt nicht zum Vorlesen an, was der alles lohnen kann. Sieht mehr. Schöne Beschreibung dabei, gefällt mir. Preis ist voll in Ordnung. Der nächste, was rausgekommen ist, ist ein 2-Achse. Das sind alle Aguas Tenias und haben halt dann noch eigene Namen dazu, eben Tante M3, Galera 2. Jeder hat seine eigene Beschreibung, da ist nicht einfach alles nachgekopiert oder schon. Scheiße. Na okay, wie gesagt, der eine hat 10 Tonnen, der andere hat 20 Tonnen, der Tante hat 18 Tonnen Zuladung und der 3-Achser hat 30 Tonnen. Was ich gesehen habe, glaube ich, 4-Achser kommt auch noch. Dann kann man, wenn ich es finde, dann nehme ich das Foto und das tue ich, dann kopiere ich dann ganz zum Schluss rein, dann könnt ihr euch das noch ein bisschen anschauen, wenn ich es finde. Ja. Ich habe mir das alle mal gekauft. Ich glaube, den 2-Achser Tandem habe ich schon vorgestellt. Ich habe mir 3 Traktoren gekauft, weil dann müssen wir nicht umhängen. Ich habe schon alle befüllt. Das Schöne ist, das ist bei alle, außer beim Drehschema, ist das gleich. Die Stütze. Lasst sie mit der Maus aus- und einfahren. Hätte wahrscheinlich ein Tastenlack reicht, aber dadurch, dass es eigentlich eh so wurscht ist. Ja. Wie man Hänger befüllt, wisst ihr eigentlich ohne. Wie man auslädt, wisst ihr auch. Aber um euch die ganze Animation ein bisschen zu zeigen, werde ich den nachher dann schnell ausladen. Ja, sie sind im Prinzip wunderschöne Hänger. Sie haben eine Spiegelung. Gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, von Big Boss Modding, die machen eigentlich, bisher haben wir die eigentlich nur schöne Sachen gezeigt. Wird bei Ole verbaut sein, ist das Licht, ist eh klar. So wie sie sich hört. Oh, ruck. Reifenstaub haben wir, wie man sieht. So. Können wir schon entladen. Wunderschöner Zylinder, der ist auch glänzt auch, also schön in Chrom, fährt ordentlich aus. Wunderschön animiert, finde ich. Und ist für so einen kleinen 120 PS Traktor, 125 PS Traktor, ja, ganz in Ordnung, da kann man sich nicht beschweren. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist der Drehschirmel. Hat natürlich keine einfahrbaren Stützen, ist eh klar. Aber was ich auch noch vergessen habe, mit dem Alternate Tipping oder wie das heißt, kann man einstellen, ob er entweder, das habe ich jetzt nicht drauf, ob er entweder hinten die Klappen aufmacht, links und rechts, also dass es aufmacht zum Auskippen, dass er entweder den Schieber drauf macht zum Auskippen. Oder so wie standardmäßig ist, dass ihr die Mechanik hinten aufmacht. Ja. Das lässt sich mit dem Alternativ-Tipping oder wie das heißt. Ich glaube, ich habe den Mod nicht, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen.
Irgendwie außer beim 10 Tonner ist so eine schöne kleine Bühne um mit Trittstufen. Das sieht ihr, also das haben sie wirklich ganz schön gemacht, da kann man nichts sagen. Schön auch so wieder entlohnt. Der geht natürlich weiter auf als wieder andere, ist eh klar. Ist auch länger. Was mir ein wenig wundert ist jetzt, der ist so lang und bringt nur 20 Tonnen rein. Da habe ich schon längere gesehen, die kürzere gesehen, wo man mehr laden kann. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es ist. Er hat auch keine Zwillingsbereifung bzw. irgendeine relativ große Bereifung, sondern die Räder sind ziemlich klar. Also weiß ich nicht, das wird schon stimmen. Also. Ups, ich weiß nicht. Auch nicht. So, na, den nehmen wir auch nicht. Noch drei haben wir es gesagt. Dann haben wir einen Tandem, den habe ich euch schon vorgestellt. Adesuvi hat auch wieder die die Stützen hydraulisch mit einer Wasserwaffel. Von hinten schaut es auch alle gleich aus. Jetzt schmeißt ein bisschen rein. So, wir nehmen aber keine Zugrunden. Frische Empfänge. Man dürfte eben das Gewicht da ein bisschen anhängen, auch keiner. Also das sieht sich ordentlich, aber man dürfte sogar eine funktionstüchtige Pendelachse haben, wenn ich mich nicht täusche. Also 100% sagen. So, da haben wir einen Wurmhaufen. Also wie es geht mit dem Drehschimmel, ist das irrsinnig bei schwarzen Druckschimmel, weil der dürfte ein bisschen zu leicht sein, wenn er keine Beladung hat. Da dasselbe klappt wunderbar auf. Hat auch schöne Animation beim Ausschütten. Schaut ja fast perfekt aus, das Ding. Nein, ist wirklich, also wirklich gut gelungen. Ich werde natürlich nachher dann in der Beschreibung wieder die Links von alle vier rein tun, das ist eh klar. Damit keiner von den vier Hängern benachteiligt ist. Damit das auch passt. Der hat eine Katzwangslenkung, der Hänger. Das ist der dreieinhalbzige. Der kann der Alter drüben chillen. Und dann den drüben heißt das. Das hat man per 4 Achse, das war interessant. Das weiß ich nämlich auch nicht. Da könnt ihr mal mit beroten. Also könnt ihr mal, wie gesagt, könnt ihr mal sagen, was ihr das wisst, wie man an 4 Achse nennt bei der. Also Tandem, Tridem und 4-achsig. Da arbeitet dasselbe Auswahl oder Stützen. Muss sich natürlich der Traktor hinterheben. Sehr gut, kann man Reifen wechseln. Und der macht da schon einen schweren Eindruck, da kann man sagen, was man. Der ist schon geil. Dann zwar nur in 3 Tonnen, aber das ist schon gescheit massiv. Also das gefällt mir sehr. Das ist so ein 200 PS Traktor, genau das Richtige. Wahrscheinlich kann sogar nur ein bisschen mehr. Ich will es nicht ganz passen, weil ich glaube, dass der ist einfach zu hoch beim Auskippen. Der hat 2 Stempel zum Ausfahren, wunderschön. Wow, gefällt mir echt gut. Ja, der ist echt geil, Mann. Also eigentlich alle, ja. Alle 4 sind toll. Ich freue mich wirklich schon auf die restlichen. Echt geil. Schön langsam auf und zu. Super, echt super. Da war oben die Drittstufe drauf, wie man sieht. Wenn er schon kann.
langsam für die erste Mittags lecken ordentlich. Um etwas fährbarer zu machen, dann wieder hier. Jo, gut schnell Mädels. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bei Fragen einfach melden, entweder direkt in die Comments reinschreiben oder mich persönlich anschreiben auf YouTube. Ich schreibe, sofern es mir möglich ist, eigentlich, und es keine blöden Fragen oder blöden Kommentare sind, schreibe ich eigentlich überall wirklich dazu. Ja. Ja, sind echt fisch. Wie gesagt, ich schreibe überall dazu, wenn ihr Fragen, Beschwerden habt. Ich nehme auch Anregungen an. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Beziehungsweise meine Seiten auch mal teilen. Für meine Videos. Und ganz wichtig, lasst die Mutter ein Feedback da. Damit sie wissen, was sie verbessern dürfen, beziehungsweise ob was nicht stimmt. Und wenn wir gerade dabei sein, ob was nicht stimmt. Aber bis auf die Fruitsorten, was da nicht passt, dürfen die eigentlich keine Probleme machen. Ja, okay, wir haben da Performance Warning. Aber von was? Vom Krone Trailer, okay, das ist nicht der. Den muss ich wieder auslöschen, den Krone Trailer. Das gefällt mir nicht. Compatibility, Krone Trailer. Ja, nur der Krone Trailer macht Probleme. Den nehmen wir dann weg. Passt. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.